Also, über leichte Gegner im Pokal kann sich in Norderstedt bislang wirklich niemand freuen. Dritte Runde. Der dritte Oberligist wartet auf Jens Martens und Olufemi Smith. Nach einem knappen Sieg in Runde 1 gegen Niendorf und einem deutlichen Erfolg gegen Barmbek-Uhlenhorst in Runde 3, die Eintracht gefordert gegen den USC Paloma in den weißen Trikots mit blauer Taube. Die Gastgeber ganz gut in die neue Oberligasaison gestartet, 9 von 12 möglichen Punkten bislang. Aber natürlich, Norderstedt in Rot als klassenhöherer Verein der klare Favorit in dieser Partie und auch von Beginn an mit mehr Ballbesitz. Paloma erstmal relativ defensiv aufgestellt. 12. Minute, Ballgewinn Norderstedt im Mittelfeld. Paloma erstmal unsortiert, aber schnell wieder in der Formation. Gefahr also eigentlich vorüber. Aber dann dieser klasse Ball rechts raus auf Behunek, die direkte Flanke. Und dann macht das Niako richtig stark. 1-0 Norderstedt. Am vergangenen Wochenende gegen Weiche Flensburg das erste Mal in dieser Saison in der Startelf. Jetzt direkt der zweite Einsatz von Beginn an hinterher. Evans Niako sorgt für den idealen Start in diese Partie für die Norderstedter. Der USC Paloma dagegen brauchte eine Weile, um in diese Begegnung zu kommen. Frühes Tor willst du als Underdog natürlich eigentlich immer vermeiden. Nach gut 20 Minuten mal die erste Aktion vorne. Gutes Gegenpressing, schneller Ballgewinn, das Foul und der Freistoß für Paloma. Dazu auch noch gelb für Eintracht-Innenverteidiger Yannick Nuxol. Also, sehr vielversprechende Position für Moritz Niemann und der ist auch nicht so schlecht geschossen. Am Ende vielleicht 10, 20 Zentimeter über den Kasten. Dennoch, Torannäherung der Gastgeber, absolute Mangelware. Die Gäste hinten sicher und vorne immer mal wieder gefährlich. Kummerfeld findet Lüneburg. Ja, das geht dann aus Paloma-Sicht zu einfach. Jan Lüneburg, zweites Pokaltor für ihn. Seine Torjägerqualitäten dürften sich eigentlich auch schon bis nach Barmbek herumgesprochen haben. Trotzdem niemand nah genug dran und dann Lüneburg ohne große Mühe. Marius Nitsch und sein USC zur Pause also schon 2-0 hinten. Schon eine sehr konzentrierte und seriöse Leistung des Favoriten. Die Hausherren nach der Pause nochmal mit mehr Schwung nach vorne, aber ohne die ganz großen Gelegenheiten. Es waren dann meistens Standards, von denen noch am ehesten Gefahr ausging. Wieder niemand. Diesmal bleibt er allerdings in der Mauer hängen. Und so tat sich nicht mehr besonders viel im zweiten Abschnitt. Der USC Paloma am heutigen Tag nicht in der Lage, die Norderstedter großartig in Verlegenheit zu bringen. Besonders vorne, einfach zu harmlos. Die Eintracht dagegen hatte noch einen Moment, 85. Minute. Williams legt nochmal quer auf Lüneburg und der schnürt den Doppelpack. Johannes Waldmann im USC-Kasten das dritte Mal an diesem Abend geschlagen. Natürlich die endgültige Entscheidung in dieser Begegnung. Paloma am Ende also deutlich geschlagen, viel vorwerfen kann sich das Team nicht. Für Norderstedt dagegen, das ist klar, zählt wie jede Saison. Sowieso nur der Pokalsieg in der Form dieser Begegnung, auch das ist klar, geht der Pott nur über Jens Martens und seine Mannschaft. Ja, dominanter Auftritt insgesamt, das sieht vermutlich auch der Herr Doppelpacker so, oder? Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Leistung heute gezeigt. Unser Ziel war, weiterzukommen. Wussten auch, was uns erwartet. Trainerteam hat uns gut eingestellt. Wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Dass Paloma auch viele fußballerische Lösungen sucht und sie dann ja auch zum Teil bis zu einer gewissen Zone auch gefunden hat. Am Ende des Tages, glaube ich, verdient der Sieg. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Paloma hat, glaube ich, 3 richtige Torschüsse gehabt, wie man es so nennen möchte. Daher sehr zufrieden mit der Leistung. Die Auslosung der vierten Runde findet dann am Montag, den 27. September statt.